So, wir kommen zurück dann mal, ne? Pokémon sind jetzt trainiert und zwar auf Level, ja, ihr wisst es ja, Protecti habe ich auf Level 48 trainiert. PY auf Level 48, Albine Junior auf 45, Piffer auf 47 und Rex auf Level 48 und Frisöre auf 49. Ich zeige euch mal schnell die Attacken. Protecti kann die Attacke Clamp, also Schnapper, Panzerschutz, Aurora-Strahl und Sternschauer. PY kann die Attacken. Moment. Psychokinese, Disable, also Aussetzer, Psychostrahl und Genesung. Albine Junior kann die Attacken Wickel, Drachenwut, Donnerwelle und Slam. Kiffer kann die Attacken Schlammbad, Donnerblitz, Finale und Rauchwolke. Nein, nicht das, sondern hier. Also Rex kann jetzt die Attacken, hat Level 48, braucht übrigens noch zwei Level, damit sie es entwickeln werden. Dann nennt es Flammenwurf. Kann die Attacken Agilität, Bodycheck, Glut und Schaufler. Und unsere Frisäure, Sazenia, mit Level 49 kann die Attacken Rasierblatt, Säure, Wickel und Stachelspore. Soweit zum Trainieren. Ich habe jetzt noch was zum Tun, und zwar gehen wir jetzt mal in den Pokémon-Markt, da sind noch ein paar Items, die wir uns holen können, beziehungsweise wir haben ein paar TMs. Ja, und die können wir uns holen. Sind auch wieder ein paar gute Attacken, für die, die es nicht wissen. Ach, machen wir es gleich so, gehen wir in den Aufzug, da geht's schneller, da sparen wir uns ein bisschen Zeit. So. Okay, nur mal den fünften Floor. Dem. So, okay, wo sind wir jetzt? Hier kann man auch ein paar Themes kaufen, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube sogar hier, oder? Ne, doch nicht hier, sondern da kann man sich so Proteine und X-Items kaufen. Die TMs kann man sich anscheinend woanders kaufen. Ich werde dann auch gleich nachschauen, aber zuerst holen wir uns die TMs oben im Dachgeschoss. Also muss ich schauen, ob die da ist. Ja, die ist da, genau. Gut, kaufen wir mal uns von neben Wasser mal ein bisschen. Ich, für die, die es auffallen ist, ich habe ein bisschen weniger Geld, weil ich einmal in Ohnmacht gefallen bin beim Trainieren. Das war gegen einen Sandern Level 53. Wie ich gestorben bin, kann ich nicht sagen. Ich habe halt einfach verloren. So, was dazu zu sagen? My sister is our trainer. Believe it or not. But she's so immature. She drives me nuts. keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich kann kein Englisch. I'm thirsty. I want something to drink. Give her a drink. Give her a drink. Ja, fresh water. Dafür kriegen wir Eisstrahl. Glaube ich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ja, Eisstrahl, Eisbeam. Könnten wir eigentlich Muschas beibringen und es dann entwickeln lassen. Aber ich möchte die Themen noch haben für ein anderes Pokémon. Ich habe da schon eine Attackenplanung vorbereitet. Und die ist richtig, richtig gut. I'm thirsty. Ja, ja, komm. So, hier noch, dann kriegen wir jetzt die Triplette. Kann Dodria lernen. Und andere Pokémon fallen mir gerade nicht so richtig ein. Ich schau mal schnell, ob es ein anderes Pokémon auch kann. It contains Tri-Attack. Teach Tri-Attack to a Pokémon. Ja. PY kann Triplette. Plätte und Austausch, also Muschas meine ich. Ja, das wäre eine Überlegung mehr als Austausch. Habe ich noch eine Attacke frei, so richtig im Moveset. Und Triplette hat auch eine Chance, dass der Gegner vergiftet, dass der Gegner paralysiert, verbrennt oder vereist wird. So, jetzt schauen wir mal nach den TMs nach. Bist du der Typ, der TMs verkauft? Aha, perfekt. So, hoffentlich sind... Ich weiß jetzt gerade nicht, was das für TMs sind. Ich schau mal schnell im Wiki nach. Moment, ich pausiere mal schnell. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt eine Liste draußen von TMs und was das für TMs sind. Okay, TM 32. Moment, ist... Jetzt hat es den Sound nicht mehr, weil ich da gerade rumscrollen muss im Wiki. TM 32 ist Doppelteam. Dann TM 33 ist Reflektor. Moment, TM 2 ist Klingensturm. TM 7 ist Hornbohrer. TM 37 ist Eierbombe, die kann nur Schanero und Pokéweiher lernen. TM 1 ist Mega Heap, das weiß ich.
TM5 ist Mega Kick, TM9 ist Body Check, TM17 ist Überroller. Überroller ist schon heftig. Soll ich es mir kaufen? Also ich habe es nicht in meinem Moveset drin, aber ich glaube, ich kauf's mal, weil Überroller ist richtig heftig. Ich könnte mir sogar Drawbrand später beibringen. Da haben wir eine gute Kampfattacke. Submission. PY kann Überroller. Natürlich, PY kann alles. So, was verkauft der andere für TMs? Verkauft die überhaupt TMs? Mal schauen. Ja, der verkauft nur ein paar Bälle und so, also nur Eisheile und so ein Zeug. Naja, gut. So, was ich in diesem Part machen möchte, ich möchte in diesem Part Protecti und Rex entwickeln. Fangen wir mal zuerst mit Protecti an. Protecti ist die Schwäche von den beiden. Was ich im Training feststellen musste, Dragonier war auch recht schwach, bis es Drachenmut erlernt hat. Mit Level 45. So, wo waren wir denn? Wir waren dabei mit der Rocket-Spielhalle. Oder beziehungsweise der Cup-Spielhalle. So, fangen wir mal an, sie zu besiegen, die ganzen Trainer hier. Hoffentlich sind sie nicht zu stark. Ah, das wurde ein bisschen umgebaut, könnte es sein. Naja, Tatsache, es ist ein bisschen anders gebaut worden. Und wir haben ein Fluchtseil. Na toll. Ja, vielleicht sollten wir noch die ganzen TMs ablegen. Ach, egal, komm, machen wir später. Wenn wir dann nichts mehr tragen können, ist es dann mein Problem. Ja, so kann man sich an dem vorbeischleichen. Aber ich möchte trotzdem gegen den kämpfen. What, Team Rocket? Prepare to lose! Was, Team Rocket? Mach dich bereit zum Verlieren, hat er gesagt. Ha, ich bin so gut. Ich mein Englisch ist very good. Also, was hat er für Pokémon? Also, in der, beim Trainieren hatten die Pokémon Level 50. Und ich habe sie Level 44, geht eigentlich. So, hier haben wir ein Entoron. Die Entwicklung von Enton, was für die, die es nicht wissen. Ja, greift wahrscheinlich mit Katze und so an. Aber zuerst setze ich Pantherschutz ein, um unsere Verteidigung zu erhöhen. Und dann greife ich an mit Sternschauer. Na toll, und der senkt sie sofort wieder. Na gut, das können wir den ganzen Tag machen, bis wir keine AP mehr haben. Ah, Konfusion, Spezial. Ich hätte es wissen müssen, dass er mit Spezial auch angreift. So, also Skills mit Sternschauer. Haben wir Protecti am letzten Part per TM beigebracht. Okay, zieht ja nicht besonders viel ab, aber das müsste eigentlich reichen. Weil Entoron zieht auch nicht so besonders viel gegen uns ab. Konfusion ist halt die einzige Bedrohung gegen uns. Kratzer ist nicht besonders schlimm. Wenn wir einen Volltreffer haben, sind wir ganz gut dran, es zu besiegen. Autsch! Wisdorn, das ist ja Panzerschutz, was da blockiert ist. So, ja, jetzt kommt die Konfusion, er setzt die Attacke recht häufig ein. Es kommt schon, Protecti, ich glaube an dich. Du schaffst es, dieses Entron zu besiegen, gibt auch sehr viele Erfahrungspunkte, die du brauchst. Weil Protecti braucht so viele Erfahrungspunkte bis Level 100 wie Dragonier. Ja, und das ist schon heftig. Mushas braucht 1.250.000 Erfahrungspunkte bis Level 100, genau wie Dragonier. Bei Garados ist es, glaube ich, genauso. Was kommt denn jetzt? Ich habe es vergessen, dass es kommt. Auf jeden Fall müssen wir wechseln, habe ich im Gedanken. Ich lasse mal draußen, oder soll ich draußen lassen? Ich nehme Rex. Oh, Hypno. Kenne ich aus dem Trainieren. Hat ungefähr dasselbe Level, vielleicht ein bisschen schwächer wie die beim Trainieren. Aber ich habe eine Taktik mit Rex entwickelt, und zwar setzen wir zuerst dreimal Agilität ein. Ich rede hier auch recht schnell gerade. Fällt euch bestimmt gerade auf. Weil ich frisch motiviert bin. So, jetzt setzen wir dick ein. Ah, vergiftet. Tja, und jetzt trifft ihn der Schlag. Heute bei Poison. So, das kann uns nicht... Okay, ich nehme es zurück. Die Taktik funktioniert nicht. Ich dachte gerade, dass er dann nichts mehr machen kann. Weil wir dann schneller sind. Und wir uns sofort wieder eingraben können, ohne dass er uns angreifen kann. Naja, aber so geht's eigentlich auch mit Dick, Dick, Dick. Ja, das gibt es jetzt ein bisschen... Oh, Psychokinese, scheiße. Das musst du überleben, bitte. Überleb! Ah, haben wir irgendeinen Trank? Na gut, ich habe einen Top-Trank, eine Top-Genesung beim Trainieren eingesetzt. Und das kriege ich jetzt... Das ist jetzt die Rache, weil ich es eingesetzt habe. Jetzt werden wir diesen Kampf verlieren. Ich probiere es mal jetzt Ember, vielleicht reicht's. Nein, oh, so knapp wieder. Lauter knappe Sachen hier in diesem Let's Play. Unglaublich. Naja, setzen wir Alduin Junior ein. Und testen die neue Drachenwut-Attacke.
hat's mit Level 45 erlernt, also kurz vor kurzem erst. Und Tschüssikowski Hypno ist jetzt auch viel stärker, weil vorher hat es nur die Attacke Wickel und Rap, also Rap und Leer Silberblick. Und dann mussten wir immer die Rap-Taktik einsetzen und die hat nicht so richtig geklappt meistens. Okay, mehr können wir in diesem Stockwerk momentan nicht machen, weil wir dafür den Türöffner brauchen. Ah, hier ist auch einer. You interrupted our training. Du störst unser Training, glaube ich. Keine Ahnung. Vermute ich mal. Was ist denn das jetzt? Hallo, Missing No? Naja, egal. Scheiße, was ist denn das jetzt? Aerofossil? Aerodactyl oder was? Komisch. Das ist normalerweise dieses Skelett da, was man im Pokémon-Museum findet. In Memorial City. Oder ist es Missing No? Naja, also vom Typ her ist Missing No ist ja vom Typ her Flug und daher müsste die Aurora-Strahl-Attacke sehr effektiv sein, was er auch ist. Das ist bestimmt Missing No und gleich fängt das Spiel an zum lecken. Oder ist es einfach ein Aerodactyl? Knochenarang? Okay, das ist wahrscheinlich ein eigenes kreiertes Pokémon. Komisch. Ich frage mich, was für eine Nummer das im Pokédex ist. Okay, es kann Biss und Knochenattacken. Auf jeden Fall gibt es dieses Pokémon in keinem anderen normalen Spielen. Das gibt es wahrscheinlich nur hier in diesem Hack. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Boah, okay. Das war's. Ah, jetzt kommt Aerodactyl. Okay. Da hat sich der Macher wohl einen kleinen Scherz erlaubt, vermute ich mal. Ich probiere es mal mit Protecti. Hallo Aerodactyl. Ich justiere es einfach mal. Na toll, tolle Idee, Kevin. Schickst einfach dein Muschus in den Tod. Na toll. Na gut, dann probier's mit einem mit einem Donnerblitz von Kiffer. Und setze mal Thunderbolt ein. So, jetzt gibt es Aerodactyl mal einen Schock fürs Leben. Ach, na toll, ich überlebe's. Autsch, Bodycheck, was sollen das jetzt, hier? Ja gut, es hat sich selber gekillt. Ein recht seltsamer Kampf gerade eben. Vor allem, weil dieses Knochengegrippe da, da war. Wahrscheinlich die Entwicklung von Aerodactyl, glaube ich. hat der Macher bestimmt so gemacht. Schauen wir nach. Scharfetched. Das ist, glaube ich, das ist Porenta. Oh, wir haben schon recht viele Pokémon gesehen. Hätte ich nicht gedacht. So, Snorlax. Wahrscheinlich ganz unten. Na, Dragonier, Dratini, Snorlax, Aerodactyl, Kabuto. Jolteon, was ist denn das jetzt? So, Blitzer. Okay, können wir uns später irgendwann mal anschauen. Auf jeden Fall war das recht seltsam, gerade eben. Das war bestimmt Missing No. Okay, wir müssen zurück ins Pokémon Center, weil ich ja Protect und Rex trainieren möchte, die leider jetzt tot sind. Ich glaube, das biete ich dafür. Ich glaube, das wird keine Sinn, wie ich da ins Pokémon Center latsche. Übrigens, haben wir jetzt eine Spielzeit von 150. Respekt. So viel habe ich in meiner weißen Edition gespielt, muss ich sagen. Und die weiße Edition habe ich sehr, sehr viel gespielt. Die spiele ich schon seit März 2011. Jeden Tag mindestens. Bla 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 bla, so. Und es geht zurück in die Polizistenspielhalle. Okay. Jetzt heißt es Konzentration, wir müssen Pokémon trainieren. Beziehungsweise entwickeln. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen die eigentlich noch? Protecti braucht 6148 Erfahrungspunkte für das nächste Level und Scheiße. Das passiert mir jedes Mal, ist mir auch beim Training mal passiert. Nein! Nein, was hab ich getan? Was hab ich jetzt getan? Okay. Okay, Rex braucht 3766 Erfahrungspunkte für Level 49. Geht eigentlich. Also Muschas ist schon recht hoch. Rex geht.
Bricks geht eigentlich. Vielleicht sollten wir Sonderbombs einsetzen, aber ich glaube, die werden wir später noch brauchen, wenn wir in der Liga sind, später. In der Elite 4. Der President of Sylph gave Chief a Ghost Cape. Okay, der Präsident hat hier ein Sylph-Scope. Das werden wir im Lavanierturm brauchen. Hallo, Dicta. Warum kein Dictrium? Hat Level 42, hätte schon längst entwickelt werden können. Naja, testen wir Clam. Die hatten wir in diesem Let's Play noch gar nicht. Sand Attack. Boah, das wäre es jetzt gewesen. Ist immer nicht dasselbe. Da kann man auch Web-Taktiken daraus erstellen. Allerdings muss Protecti einen Weg finden, den Gegner zu paralysieren. Dazu fällt mir eigentlich nur die Triplette jetzt gerade ein. Noch ein Gesteins-Pokémon, Geodude. Na gut, ich freue mich. Sehr viel sehr gutes Training für Protecti jetzt gerade. Das wird sogar ein One-Hit-Kill. Perfekt, was kommt jetzt? Graveler, das ist Georock. Ja, das schafft Muschlas auch. Außer es kommt ein Finale, dann sind wir ein bisschen angeschissen. Ich sollte einfach meine Klappe halten. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Ich sollte meine Klappe halten und gar nichts mehr sagen. So, Mashok. Mashok hat gegen Mashok ist Protective. Oh, probier's mal. Mashok greift mit normalem Angriff an und Protective hat ja eine hohe Verteidigung. Es müsste eine Attacke mindestens wegstecken können. Vermute ich mal. Oh, jetzt erhöht es einen Volltreffer. Das ist ein bisschen riskant jetzt. Ich probier's mal Clamp. Das ist wahrscheinlich besser als Aurora-Strahl. Kein Volltreffer jetzt. Kein Volltreffer. Ja, ich hab's ja gesagt. Hohe Verteidigung. So, und jetzt kannst du dich nicht bewegen. Jetzt besiegen wir es mit Clam. Gibt auch jetzt sehr viele Erfahrungspunkte wieder, weil Mashok ja entwickelt ist und sehr viele KP hat. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Aber übrigens hat Muschlas immer genauso viel KP wie Verteidigungspunkte. Das heißt, Muschlas hat jetzt 113 KP. Das heißt, es hat jetzt 113 Verteidigung. Ist mir aufgefallen. Kann auch sein, dass es sich ändert. Weblingbell, hoffentlich kann es kein Rasierblatt. Ich greife mal an mit Aurora-Strahl. Und jetzt kein Rasierblatt. Schon wieder dasselbe. Ja. Ach, wie lustig. Na gut. Also gut, dann musst du halt Muschlas ablösen mit Rex und Ember. So. Was? Ich dachte, das killt ihn jetzt. Natürlich kommt mit Säure. Hätte ich auch gemacht, weil Rasierblatt wäre nicht sehr effektiv gewesen. Warum hat ein Polizist? Warum hat ein Polizist eigentlich einen Ultrigarier? Normalerweise haben die ja immer Vulkanus, zumindest in den TV-Serien. So, was ist denn hier eigentlich? Okay, das ist so gemacht wie im Originalen, vermute ich. Boah, da muss einem doch übel werden, wenn man sich dauernd so im Kreis dreht, oder? Naja. So, und jetzt hier lang. Ein Mondstein, den werden wir gar nicht brauchen, den kann man sogar verkaufen. Was ist hier? Dachte ich mir, dass das jetzt kommt. Okay, was schmeißen wir denn weg? Was schmeißen wir denn weg? Was schmeißen wir denn weg? Weiß es jemand? Was schmeißen wir jetzt weg? Ich nehme den Mondstein, denn den können wir eh nicht verkaufen. Denn er bringt null Kohle ein, deswegen schmeißt ihn jetzt weg, weg, weg. So, jetzt können wir das Item aufsammeln. Das ist System 7. System 7 ist Hornbohrer. Hätten wir auch in diesem Shop kaufen können. In diesem Supermarkt, wie auch immer. Und wir drehen uns wieder im Kreis und kotzen dann die ganze Bande voll. Bande voll. Wir kotzen die Bande voll und sammeln das Item ein. Oh, wir haben keinen Platz mehr für das Item, denn wir sind jetzt vollgerotzt mit Items. Ich schmeiß mir die Fluchtseile ab. Denn wir haben eine Schaufler. Okay. Und was finden wir? Ein Nugget können wir verkaufen. Na toll. Lauter Zeug, das wir verkaufen können, finden wir hier. TM7, Nugget.
Und wahrscheinlich finden wir jetzt gleich ein Fluchtzeug. So, mir geht's lang. Ich kenne den Weg auswendig, denn ich hab diesen Weg schon tausendmal genutzt in meiner Let's Player-Karriere. Nee, Quatsch, nicht Let's Player-Karriere. Ich meine natürlich Pokémon-Karriere. Und jetzt drehen wir uns wieder. Wir drehen uns wieder im Kreis, 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 Kreis. Da liegt ein Item, das ist ein Supertrank, den können wir einsammeln. Und mir geht langsam die Stimme aus, aus, mir geht die Stimme aus. Und wir können keine Items mehr tragen, denn wir sind vollgefressen mit ein paar Items, die wir nicht mehr wenden können. Okay, jetzt lass es gut sein. Das sind 10, 17, also Submission, das ist Überroller. Ja gut, gut, das ist ja eigentlich nur ein Supertrank. Kann aber sein, dass es anders ist. Ich schau mal schnell, ich schmeiß mal was. Was schmeißt man denn weg? Ich habe keine Ahnung. Komm, schmeiß mal diese Great Bälle weg. So, und wenn ein Legi, wenn ein Legi auftaucht, dann ist es halt meine Schuld. Ja, Supertrank, ganz wie ich gesagt habe. Hätte aber auch sein können, dass es im Hack anders geregelt ist. Jetzt müssen wir den Weg wieder zurückgehen und ich sing dabei wieder ein bisschen. Wir sind hier im Bullenhauptquartier in Ducatia City. Ah nein, das ist ja nicht Ducatia City, das ist ja eine andere Stadt. Die heißt anders, das ist ja ein Pokémon-Hack, Hack, ein Pokémon-Hack, Hack, ein Pokémon-Hack. Heck, heck. Okay, okay, jetzt reicht's aber, bevor hier noch rumgeflamed wird, dass ich hier zu sehr hässlich singe. Are you ready? Bist du bereit? Auf was? Auf was bereit? Auf was bin ich bereit? Verstehe ich nicht. Naja. Are we ready? Steht da auf seiner Brust. Are we ready? Okay. Na. Seit wann hat ein Bulle einen Schleimhock? Naja. Ich will's gar nicht wissen. So, setzt man einfach mal eine Bodenattacke gegen dieses Gift-Pokémon ein. Härtner hätte ich jetzt auch eingesetzt, muss ich sagen. Und Poison Gas hätte ich auch eingesetzt. Also, aber trotzdem trifft hier gar nichts. Schlammbart. Ich dachte, Schlammbart kann nur Smogmog, aber ja, Schleimbock kann die Attacke auch. Was auch nicht so ganz unlogisch ist. So, und jetzt Ember. Und Kill. So, gibt viele KP, weil es, EP, weil es sehr viele KP hat. Smogmog 1500, boah. So, Raichu, ich glaube nach diesem... Wenn Mukano es schafft, das Raichu zu killen, dann hat es Level 49. So, und jetzt, ja, Dick. Oh, sehr viel abgezogen. Also ich habe auch gegen Raichus im Training gekämpft und die waren auch wieder ein bisschen stärker. Die haben sogar meinen Rex ständig gekillt. Wo ich immer versucht habe, Dick einzusetzen. So, und das müsste jetzt ein Level-Up für Rex sein, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, ganz wie ich es gesagt habe, Level 49. Und was kommt jetzt? Seedra, das ist Seemon. Da wechsle ich zu einer Elektro-Attacke, und zwar kann Kiefer die Attacke Donnerblitz. Ich hätte auch Sandzähne nehmen können, aber Kiefer hat das niedrige Level, deswegen muss ich mal Kiefer ein bisschen trainieren. Außerdem ist es sehr schwierig, ein Gift-Pokémon zu trainieren. Weil Gift-Pokémon, ja, sagen wir mal, ein schwacher Pokémon-Typ ist. Nein, du entwickelst dich noch nicht, Rex. Noch nicht, erst in einem Level, wenn du Flammenwurf erlernst. So. Moment, hat man kurz ein bisschen. Was schmeißt man denn jetzt ab? Komm, setz mal den Supertrank ein auf... Bevor wir ihn wegschmeißen. Ja, benutzt man einfach mal. Und wir finden einen Hypertrank. Toll, wir haben einen Supertrank verschwendet und einen Hypertrank gefunden. Ist das nicht schön? What are you doing? Was machst du hier? Ey, was ich hier mache? Ich laufe hier nur so rum, ne? Herr Polizist. Hallo, Tauboga. Hätte schon längst ein Tauboss sein können. Naja, gut, nehmen wir wieder eine Elektroattacke. Eisattacken können wir aufwenden, aber Protecti ist leider tot.
Deswegen muss ich jetzt, oder wir können mal Alduin Junior einsetzen, genau, das ist ein richtig guter Gegner für Alduin Junior, Tauboga. Wing Attack! Na gut, testen wir wieder die Drachenwut-Attacke, aber sollen wir zuerst paralysieren? Ja, komm, paralysieren wir zuerst. Das ist ein Flug-Pokémon, die sind ja bekanntlich immer sehr schnell. So, und jetzt ist es schön paralysiert und jetzt greifen wir mit Drachenwut. Na gut, Quick Attack trifft immer als erstes. So, und noch mit Drachenwut. Ach, ich mach jetzt sage voll. Mit Level 55, also in 10 Leveln, entwickelt sich's und lernt Alduin Junior Hyperstrahl. Und da haben wir einen. Ein Dragoran! Dann kriegen wir einen geblasen. Ich meine natürlich, da haben wir einen Dragoran. So, was ist denn das jetzt? Dewgong natürlich, hätte ich mir denken können. Ich hätte sogar denken müssen. Naja, Dewgong. So, wieder paralysieren. Sollen wir es rappen? Ich meine, wir haben die Rap-Attacke noch, oder? Ja, rappen wir es mal. Rap, 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 gerappt, Alter. So. Und radikal. Jetzt mal wieder die Drachenwut Superfang. Halbiert die KP, die wir momentan haben. Ist eine richtig gute Attacke. Wenn man es gegen einen Chanera Level 100 einsetzt, das mindestens 800 KP hat, verliert das Chanera mindestens 400 KP. Was sehr heftig ist. Na gut, von mir aus kannst du sehr häufig Superzahn einsetzen, da das wird uns nicht killen, toll. Rex. So, Rex, Bodycheck und weg damit. Okay, Rex. Na, verdammt, ich dachte jetzt kriegst du ein Level ab, aber das wäre noch ein bisschen zu früh. Lass uns mal draußen. Golbat habe ich auch im Turnieren sehr oft entdeckt und Protect hat die fast immer geowned. Außer anfangs, wo es Level 20 bis 30 hat, da hat es immer Probleme gehabt, ist sogar häufig mal draufgegangen, aber mit Level 40, da hat es dann keine Probleme mehr gegen Golbats gehabt. Aber jetzt mal zurück, jetzt kommt Kiffer. Na toll, super Schall. Super Schall. Na super Schall. Okay, ja. Wie wir es kennen, Kiffer verletzt sich selber, kennen wir aus Part 1. Jetzt aber, na also geht doch. Und Kill. So, Golbat hätten wir. So, jetzt schaue ich nach, wie viele Erfahrungspunkte Rex noch für ein Akani braucht. Und zwar braucht es nur noch für Level 50 6540 Erfahrungspunkte. Also gut, hier ist der Aufzug. Den können wir allerdings noch nicht verwenden, weil wir den Liftöffner dafür brauchen. Das heißt, ich werde jetzt zurück ins Pokémon Center gehen und gleich die paar TMs ablegen, die wir da haben. Damit wir noch ein bisschen Platz haben. So, und wir können gleichzeitig unser Muschus wieder heilen. Denn wir wollen uns während diesem Part entwickeln. Und Eisstrahl erwehren lassen. Beziehungsweise unser Vulcano-Flammenwurf. So. Depo-Side-Item. Okay, was legen wir ab? Die Angel brauchen wir nicht mehr. Das Rad-Coupon. Naja, wir haben ja Speed-Tasten. Da brauchen wir eigentlich kein Rad. Town-Map. Naja, ich glaube, die ist nicht mehr so wichtig. Wir wissen ja, die ganzen Orte jetzt langsam allmählich schon. Und wenn wir wissen wollen, wo es irgendwo hingeht, dann werden wir fliegen. Münzalbum legen wir ab, oder was auch immer es ist. PP ab. Wir haben so viele TMs dabei. Ich glaube, die haben wir im letzten Part ja alle mitgenommen, ne? Damit wir sie verwenden können. Ach komm, lagern wir sie einfach mal wieder rein. So, ich mache das jetzt mit Speed. Ich lage jetzt mal alles rein, was wir nicht brauchen. Okay, und den Rest brauchen wir. Das Nugget gehe ich dann noch gleich verkaufen. Wenn wir schon dabei sind, mit Item Verwalting. Ich glaube, das mache ich wieder mit Speed. Moment. Zack, zack. So, zack, 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 nein. Alle Epileptiker wegschauen. Nein, okay. Genug rumgealbert, jetzt wieder verkaufen, ne? So, Nuggets, 5000, zack. Und wieder zurück.
In die Bullenspielhalle, in die Kopfspielhalle, wie auch immer. Halt, wir sind vorbeigelatscht. So, hier ist es. Jetzt können wir leider nicht mehr Glücksspiele spielen, weil wir unser Münzalbum gelagert haben. Okay, erster Stock, waren wir schon, zweiter Stock, haben wir auch schon unter die Lupe genommen, fehlt nur noch der dritte Unterstock. Ja, das sind alles keine Stöcke, das sind Unterstöcke. Hallo, Grace. Half our team is out defending Silpko. Keine Ahnung, was du da quatscht hast. Hallo, Mr. Bulle oder Rockets, wie auch immer. Ich wieder so ein Scheiß. Skrebutops. Skabutops, sorry. Naja. Naja, Schlitzer ist nicht sehr besonders gegen unser Protecti. Na doll. Hä, die KP, die KP-Leiste ist doch verbuggt, oder? Da ist doch ein bisschen was abgeschnitten, oder? Seht ihr das auch? Moment. Seht ihr das? Komische Sache. Das ist wahrscheinlich wie Sandama. Die Entwicklung von Sandama vermutlich mal hat der Macher so gemacht. Das heißt, es hat die Attacke, also es ist vom Typ Wasser und Gestein, das heißt, diese Attacke müsste ihn killen. Aha, seht ihr, die KP-Leiste war total verbuggt. Aber schon lustige Ideen, was er da hat mit diesen Fossilen, damit die auch ein bisschen verwendet werden. Kabutops kommt jetzt. Ja, das ist das Original. Und Schizikowski, Kabutops. Na scheiße, ich hätte noch wechseln sollen, da hätte unser Rex ein bisschen Erfahrung bekommen, aber ist ja auch egal jetzt. Okay, diesen Bullen hätten wir. So, liegt da ein Item da unten? Ich glaube ja, dass da eins liegt. Jawohl, da liegt eins. TM10. TM10 ist Risikotackle. Die wollte ich ja meinem Mukano beibringen. So, Double Edge. Dem verlieren wir stattdessen Bodycheck, das ist ja nur ein Upgrade, wieder ein Attacken-Upgrade. Ja, which moves should be forgotten. Takedown. So, dieses Kutek ist eine richtig gute Attacke, allerdings ist er sehr ungenau, hat eine Genauigkeit von 70, glaube ich. Aber sie zieht richtig viel ab, nämlich 120 Stärke. Okay, sammeln wir zuerst dieses Item da ein, was da ist. Das müsste, glaube ich, ein Sonderbonbon sein. Hahaha, Sonderbonbon. Ach, ich bin so gut. Hier seht ihr einen Pokémon Oberpro. Also ich kenne keinen, der so ein Pokémon so mehr weiß wie ich. Naja gut, einen kenne ich vielleicht. Aber ja, ob er mehr weiß wie ich, weiß nicht. Ich glaube, ich weiß sogar ein bisschen mehr, ohne jetzt angeben zu wollen. Ich weiß, Eigenlob stinkt. How to get into our training room? Wie kommst du in unser Trainingsraum hier herein? Also einfach, durch die Tür bin ich gegangen. Ibitak. Oh Gott, ich mag keinen Ibitak. Habe ich euch das schon gesagt? Na komm, stutzen wir in die Flügel. Ja, toll, die Attacke ist nicht so besonders stark gegen unser Protecti mit einer hohen Verteidigung. Onix hat übrigens auch eine sehr hohe Verteidigung, sogar höher als Austausch, vermute ich mal. Moment, ich habe ja ein Wiki offen. Ich glaube, ich schaue da mal schnell. Onix. So. Wenn die Seite lädt. Okay, ist geladen. Ich glaube, ich kill noch schnell dieses Fero. Ah, das musst du überleben, überleben! Oh! Jesus, Maria, Josef und Christus und alle anderen im Himmel. Danke. Oh Gott, Rosana. Setzen wir unser Vulcano ein, das noch kein Flammenwurf kann. Ich mag kein Rosana. Testen wir Double Edge, oder? Ja, komm. Eine Eisattacke, die nicht sehr effektiv ist. Bam. Ja, ihr seht, zieht richtig viel ab. Nein, Body Slam. Oh nein, oh Gott, ich dachte schon, das killt den. Was geht mit Rex heute ab? Rex möchte sich entwickeln, seht ihr das? Er strengt sich gerade richtig an.
Hunter, das ist Alpollo. Woher ich das weiß, keine Ahnung, habe ich mir halt eingeprägt. Dann nehmen wir ein Psycho-Pokémon, PY. Warum kein Gengar? Zu faul zum Tauschen oder was? Hast du keine Freunde, mit denen du tauschen kannst, was? So, hier und tschüss. So, und ich schaue jetzt nach, wie viel Verteidigung Onix hat während dessen Moment. Onix hat eine Verteidigung von 160. Und ich schaue gleich von Austausch nach, Moment. So, ich schaue jetzt schnell nach. Austausch, 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 Austausch. Also 160 hat Onix, Austausch hat eine von... Nein, nicht entwickeln, nicht entwickeln, aus, böse, nicht entwickeln, aus, böse, erst noch, ne, erst im nächsten Level, noch nicht, so. Austausch hat eine Verteidigung von Level, ja, hat eine höhere Verteidigung, 180, also 20 mehr als Onix. Okay, wie viele Erfahrungspunkte braucht eure, Protectifus? Das wollte ich doch gar nicht. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Komm, ich spiele hier. Nein, falsches Gebäude. Nein, falscher Typ. Hier da. So, nein, 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 nein. Nicht so, So, hier da. Nein, auch nicht da, sondern hier so, da, so, ja. Genau so. So gehört sich's. Zack. So, wie viel Pause Rex eigentlich noch für die Entwicklung? Und jetzt gehe ich nicht mehr auf Dick. 5220. Gut, den haben wir schon besiegt. So, hier geht's lang. Aber ich frag mich, was da ist. Ich schaue nach, was da ist. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich war hier nicht so oft. Glaube ich zumindest. Aha. Aha. Das ist wahrscheinlich der. Also auch ein richtiger Weg. Also man kann sich entscheiden, welchen Weg man nehmen möchte, oder? Ne, das ist sogar der richtige Weg, ja. Die anderen Wege waren komplett falsch, das wäre hier der einzige richtige Weg. Oder? Keine Ahnung, vorhin sind wir auch andersrum gegangen. Ach, ist ja auch egal. So, wo sind wir denn jetzt? Hier, das müsste irgendein Item sein. KP Plus, genau. Wo geht's denn hier lang? Ah ja, und das ist hier wieder so ein Item, so ein Nobody-Item, TM2. TM2, scheiße, ich habe die Themenliste nicht mehr da, Moment. So, TM2 ist, Klingensturm. So. Chief trusted me with the lift key. Der Chef hat mich beauftragt, den lift key zu beschützen, oder wie auch immer, keine Ahnung. Kabuto, ja, noch ein Fossil-Pokémon. So, im Training habe ich auch gegen Kabutos gekämpft, allerdings hatten die nur Level 25. So, verpassen wir. Nein, ich wollte auch gar nicht speeden. Naja, verpassen wir Kabuto eine neue Frisur. Okay. Und er gibt uns zur Belohnung Erfahrungspunkte, wie ein Friseur einem, wie ein Kunde einem Friseur Geld gibt, kann man sagen. Sandama. Nein, es ist nicht die Entwicklung von Kabuto, falls ihr das denkt, es ist einfach nur ein Sandama. Die Entwicklung von Sandan. Die Entwicklung von Kabuto ist Kabutops, die hatten wir vorhin schon. Und wir haben unser erstes 50er Pokémon, Frisur erreicht Level 50. Und bald haben wir ein 250er Pokémon. So. Jetzt haben wir... Nein, haben wir nicht. Achso, dann müssen wir nochmal ansprechen, damit wir ihn bekommen. So. Okay, fine. Take the left key. Okay, danke. Wir schmeißen ihn uns direkt vor die Füße. Seht ihr das? So, und jetzt... Wo geht's hier eigentlich da oben lang? Also es wurde hier ein kleines bisschen umgebaut, ist mir aufgefallen. Meise geht's hier in diesen Raum lang. Was ist denn das jetzt? Hallo, was bist du? Bist du ein Waschbecken? Sieht aus wie ein Waschbecken. Komisch. Also im Original ist es glaube ich nicht da. Wahrscheinlich weil die Rockets total stinken und sich nicht waschen. Die Polizisten allerdings sind sehr viel hygienischer und waschen sich ständig. So.
Ach, wisst ihr was, machen wir heute den XXL-Part, bis Mushas und Vulcano entwickelt sind. Notfalls werde ich sie dann halt später noch in der Höhle entwickeln. Oder Sonnebombers einsetzen, wie auch immer. Ihr seid es ja, es soll euch ja nicht schaden, wenn mal ein extra langer Part mal wiederkommt, ne? Hat man so lange nicht mehr einen extra langen Part. Ich glaube, den letzten hatten wir in Pokémon Schwarz. Das ist schon lange vorbei, ist das Let's Play ungefähr 2-3 Monate, vermute ich mal. Naja. Okay, gleich sind wir beim Liftöffner und da können wir dann, ja, dann können wir halt, überall hin. So, jetzt können wir endlich diesen Lift verwenden. Gehen wir zuerst ins erste Untergeschoss. Dem. Okay, hier ist einer, den müssen wir bekämpfen, damit sich das vor uns öffnet. You came from the elevator, du kommst vom Aufzug. Nein, ich komme aus dem Himmel. Ich bin ein Geist. Und ich wurde gerufen, um dich zu töten. Oder beziehungsweise deine zwei Pokémon, die du da hast. Und du hast einen Gyarados, das ist noch ein Grund, um dich zu töten. Schau mal, was ich da hab. So, jetzt schauen wir mal nach, was stärker ist, Gyarados oder Mushas. Ich setz auch Rohrstein. Hydropumpe, nicht sehr effektiv. Zieht aber trotzdem eine Menge ab. So, sehr effektiver Aurora-Strahl, was eigentlich unlogisch ist. Boah, okay, Gyarados ist stärker. Ich glaube, Austausch wäre ein bisschen stärker gegen Gyarados. Aber Mushas ist ja noch nicht entwickelt. Okay, ich setze Kiffer gegen ihn ein, weil Kiffer Donnerblitz kann. Ja, kennt ihr ja. Das ist ganz schön bissig jetzt, dieses... Naja, Thunderbolt und weg damit. Vierfache Stärke und ja, das wird Gyarados nicht überleben. Ja, hab ich doch gesagt. So. Und jetzt kommt Rihorn. Guter Gegner für Protecti wieder. Hallo Rihorn, na wie geht's denn so? Setzen wir einfach mal Schnapper ein. Das schnappen wir uns jetzt, dieses Pokémon. Aber ich rede hier nicht vom Fangen, sondern vom Killen. So, vierfache Stärke wieder, Wasser gegen Boden, Gestein. So, und sehr viele Erfahrungspunkte für Protecti. Was? So, wie viele Erfahrungspunkte sind es jetzt? 5000 immer noch, boah, das kann noch lange dauern. Aber ist ja auch egal. So, jetzt schauen wir uns den, ja, Quatsch, von dem kommen wir ja. Das ist ja der Raum, von dem wir kommen, ich zeig's euch schnell. Ne, von hier kommen wir, ist ja ganz logisch eigentlich, ne? Der Aufzug ist im zweiten Stock stehen geblieben oder wie auch immer. So, und hier ist der vierte Untergeschoss, in dem Stock ist der Governor. What exactly is your plan here? Was zum Teufel ist dein Plan hier, du verlierst? So, im Original hat der einen Sandan, Rettan und einen Sandama, glaube ich. Und der hat einen Dragonier. Hat man schon mal Drachen gegen Eis? Ich glaube noch nicht, ne? Na gut, setzen wir einfach mal Aurora-Strahl ein, die ist sehr effektiv. Eis gegen Drache. Hoffentlich kommt jetzt kein Drachenwut. Ich sollte meine Klappe halten. nein, es kommt kein Drachenwut, es kommt Rap. Rap kommt jetzt. Ne? Rap. Ja, das Lärm geht eigentlich auch. Und Dragonier ist down. Und wieder sehr viele Erfahrungspunkte, die Protecti braucht. Was? Nimm ne Thales. Volona, warum ist das hier nicht? Ich riskier's einfach mal erklären. Nein! Oh, gut. Naja, zieht auch nicht besonders viel ab. Naja, Protecti hat auch nicht so eine hohe Attacke. Und ist nicht entwickelt, im Gegensatz zu Volona. Was sich aber in diesem Part ändern wird. So, jetzt setze ich einfach meinen Hyper Potion ein. Wir möchten ja nicht, dass Protecti noch stirbt, ne? Boah, das ist Brille, das funktioniert nur, wenn es wild ist. Ab der dritten Generation, ne, ab der zweiten sogar schon, wird dann das Pokémon ausgetauscht. Was eigentlich, naja, eher unnützig ist. Aber man kann es mit der Attacke Staler kombinieren.
Stahl ist eine Attacke, wenn ein Pokémon gewechselt wird, kriegt das Pokémon Schaden. Ja, und wenn man da immer wieder Brille einsetzt, dann ist das schon eine richtig gute Taktik. Oh, Magneton, da muss ich wechseln. Ich möchte jetzt ungern, dass Protecti in Down geht, braucht noch 2600 Erfahrungspunkte. Ich wechsle zu Rex. So. Rex muss ich auch noch entwickeln. Setz mal zuerst Dick ein. Eigentlich wäre die Attacke vierfach stark in anderen Spielen. Aber hier ist er halt nur zweimal effektiv. Weil es einfach nur gegen Elektro ist, ne? Und in den anderen ist es ja ein Stahl, Elektro und Elektro und Stahl sind beide schwach gegen Bodenattacken. So, so viel braucht Protecti gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben bald einen Austausch. Bin ich sogar nach diesem letzten Trainerkampf. So, hier liegt ein KP Plus. Scheiße, Eisen. Ja, irgendein Vitamin halt, ne? Allen geben wir Protecti. Und KP Plus geben wir einfach mal. Wo ist ein KP Plus? Ah, da ist es. Geben wir einfach mal. Kiffer. Okay, der letzte Trainer. Vielleicht entwickelt sich jetzt Muschas. Warum bist du im Team Rocket? Sie sind böse. Ja, ich weiß. Okay, drei Pokémon hat er, genau wie der andere. Hallo, Pantimos. Mr. Mime. So, wie viele Erfahrungspunkte sind es jetzt immer noch? Ha, ha. Immer Albino Junior, die setzen ja so oft so wenig ein. Ah, toll. Delegator schützt ihn vor Attacken, allerdings verliert er dadurch Erfahrungspunkte. Und das erhöht seinen Angriff. Eine richtig fiese Taktik. Paralysieren wir ihn erst einmal und jetzt hat Dragon Rage. Nicht Dragon Age, sondern Dragon Rage, ne? Kennt er ja. So. Double Slap. So, setzen wir wieder Dragon Age ein. Ich glaube, ich sage jetzt Dragon Age dazu. Weil es lustig klingt. Jetzt auf mit Duplex Heat, Mensch. Das zieht doch so wenig ab. Siehst du es nicht? So, jetzt ist dein Todestag gekommen. Todestag am 24.07.2012. Und Level für Albino Junior, Level 46. Lapras! Ja, freue mich mal, was anderes zu sehen. Lassen wir mal Eiswasser-Pokémon gegen Eiswasser-Pokémon antreten. Ja, beide haben dieselben Typen. Aber ich wechsle sofort wieder zu Kiffer, denn das soll ja nur eine Auswechslung sein, damit direkt die Erfahrungspunkte bekommt. Body Slam! Na gut, Thunderbolt! Tschüss! Lapras, war nett mit dir! Verdammt, du hast überlebt! Verdammt, du kannst Hydro-Pumpe! Verdammt, du ziehst aber wenig ab! Na ja, gut, Kiffer hat ja auch eine hohe Verteidigung, beziehungsweise einen hohen Angriff, eine hohe KP-Anzahl. Und jetzt haben wir einen Austausch! Ja, jetzt noch nicht, erst nach dem Kampf. Und es lernt Eisstrahl. Ganz wie ich es gesagt habe, hätten wir es sofort entwickelt mit dem Wasserstein. Hätte es den Eisstrahl jetzt nicht erlernt. Hätten wir auch ein paar TM erlernen können, aber naja, so sparen wir uns halt eine TM. Aurora Beam erlernen wir, Ist ja auch wieder ein Upgrade, Eisattacke gegen Eisattacke und Eisstrahl kann sogar den Gegner einfrieren. Jetzt kommt Mashok. Ich mache die Protecti jetzt ungern einsetzen, weil wenn es dauern geht, entwickelt es sich vielleicht nicht. Ich setze mal Rex ein, den Rex müssen wir jetzt entwickeln. Oh, Machomai sogar. Fuck. Wie viele Erfahrungspunkte braucht Rex noch? 4.396. 96, auch, ist auch egal. Nehmen wir mal PY. Haben wir diesen Part ja noch nicht eingesetzt. Und Psychokinese. Hat sich übrigens im Training super geschlagen, PY. Ist sehr wenig drauf, ist am mindesten von allen Pokémon draufgegangen im Training.
Und PY kriegt jetzt schon wieder ein neues Level ab, Level 49. Ah ja, ja. Und jetzt kannst du dich entwickeln, Muschas. Jetzt bin ich glücklich. So, im letzten Part, nee, im vorletzten Part gefangen. Zwei Parts später haben wir ein Austausch. Hä? Was lernst du denn? Spike kennen? Spike kennen? Oh, das habe ich ganz vergessen, die Attacke. Na gut, kannst du ruhig lernen. Also ein paar entwickelte Pokémon lernen auch noch ein paar Attacken. Ich verlerne einfach mal Swift. Soll ich Swift verlernen? Ja, Swift, komm. Hau mal Swift weg. Okay, jetzt haben wir ein richtig starkes Austausch. Schauen wir es uns einfach mal an. Ihr seht, die Verteidigung ist richtig heftig. 200 für Level 50. Und Spike Cannon, das ist Hornkanone oder sowas. Irgendwas, keine Ahnung. Nadelkanone, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Wasserattacke. Und ja. So, schauen wir uns mal Rex an. Nein, ich gehe jetzt nicht wieder auf Dick. Setz mir jetzt mal Dick, nicht Dick, sondern Rex an erste Stelle. Nein, jetzt kämpfen wir gegen den Leader. Gegen den Anführer. I'm the Chief of Police. Prepare for defeat. Ich bin der Anführer hier. Mach dich bereit zum Verlieren. Ja, wenn du so heftige Pokémon hast, okay. Was hast du denn? Hallo Siegfried. Na, wie geht's denn so? Verputzi. Oh Gott, Wasser gegen Feuer. Na toll, da wechsle ich sofort. Und zwar zu Kiffer. Amnesia, genau, er spielt eine Runde Amnesia. So wie ich. Jetzt hör auf, Amnesia zu spielen und kämpf gefälligst. Na toll, weil er Amnesia gespielt hat, hat es jetzt zu wenig abgezogen. Weil er jetzt ein paar Skills hat zum Überleben. Jetzt hör auf! Jetzt hat er dreimal Amnesia durchgespielt, also wenn er jetzt kein Überlebensskill hat, dann fress ihn Besen. Aber er stirbt trotzdem. So, was kommt jetzt? Maschok. Jetzt würde ich gerne Austausch einsetzen, aber lass mal Rex wieder ran. Zum Trainieren hat. Oh, Level 50. So, und jetzt wechseln wir zu Protecti. Um es gleich zu testen. Ja, Kampfattacken sind hier in dieser. Ja gut, das ist nur ein Geowurf, zieht 50 ab. Kampfattacken sind gegen Eis-Pokémon hier nicht sehr effektiv. Keine Ahnung warum. Spike Cannon, testen wir sie mal, die Attacke. Ich bin geschockt, wie wenig das jetzt abzieht. Oh, doch sehr effektiv. Was ist denn los? Okay, anscheinend sind Kampf gegen Eisattacken doch sehr effektiv. Gegen Eis-Pokémon doch sehr effektiv. Okay, jetzt heißt es schnell wechseln. Ich nehme wieder PY. Ich wollte es nur kurz schnell testen, dieses Protecti. Stimmt, Muschas war ja vor der Entwicklung noch ein typisches Wasser-Pokémon. Nach der Entwicklung hat es den Typ Eis bekommen, genau. Maschok ist jetzt down. PY kriegt Erfahrungspunkte und Rex genauso. Und Protecti auch. So, Nidorino, wieder ein Gift-Pokémon. Warum wieder ein Gift-Pokémon? Das ist sein erstes. Da können wir sogar Rex einsetzen mit einer Schaufelattacke. Hornbill, das ist Hornbauer, glaube ich. Kann er einsetzen, weil Hornbauer funktioniert gegen Pokémon unter Level 50 in dem Fall. Weil Hornbauer kann man nicht gegen Pokémon einsetzen, die höher sind, also die ein höheres Level haben. Sondern nur mit Pokémon, die gleich oder niedriger sind. So. Leider entwickelt sich Rex noch nicht. Aber es ist auch egal. I'm going to save. Increase your damage to defeat. My force is there. Farewell. Und da haben wir jetzt endlich dieses Geister-Scope. So, und jetzt können wir auch in diesem Turm da diese Geister hier aufdecken.
Aber zuerst möchte ich noch Rex trainieren. Braucht nur noch 983 Erfahrungspunkte. Ich glaube, das machen wir so schnell. Jetzt machen wir jetzt mal schnell in dieser Höhle da. So, Parasek, du musst unser Rex entwickeln. Ist so, ja gut, nur ein Blutsauger, keine große Sache. Und tschüss, und jetzt ein Level up, bitte. Nein, wie viele Erfahrungspunkte sind sie jetzt? Drei. Drei Erfahrungspunkte, leck mich doch fett. Drei. Ich hatte vorher übrigens schon mal einen Erfahrungspunkte bis zum neuen Level up. Und das war damals bei einem Saftkorn. Zu Smeppo. Das hat mich da auch angekotzt. So. Double Edge. Oder soll man als Austausch einsetzen? Na egal, komm. Rex schafft es schon alleine. Oder wisst ihr was? Setz mal Austausch ein. Mit seiner neuen Eisstrahlattacke zum Testen. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Das war gerade ein Teller, den ihr gehört habt. Der steht da gerade nebendran. Und schaut mir beim Zocken zu. Der Teller. So, Eisstrahl. Und Kill. Und Level Up. Und neue Attacke, Flammenwurf. Ich verlerne einfach mal Glut. Das ist ja wieder ein Upgrade. Aber das Wichtigste kommt jetzt, nämlich die Entwicklung. Die endliche Entwicklung jetzt, oder? Wir haben lange drauf gewartet und jetzt entwickelt sich Rex endlich zu Arcani. Das stärkste nicht legendäre Feuer-Pokémon. Halt, Moment. Machen wir es gleich so. Zack, zack, zack. Zack, der zack, dick und zurück ins Pokémon Center. So, jetzt nehmen wir schon fast eine Stunde auf. So, jetzt schauen wir noch unsere Pokémon nach an, wie wir es anfangs des Parts gemacht haben. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Arcani, Rex Arcani Level 50 mit ja, hoher Angriff eigentlich. Attacken sind Agilität, Risikodeckel, Flammenwurf und Schaufler. Wird später noch Erdbeben erlernen. Dann haben wir ein frisch entwickeltes Protecti. Mit den Attacken Schnapper, Panzerschutz, Eisstrahl und Hornkanone, wie auch immer, ich weiß es nicht so richtig. Dann haben wir Alduin Junior, das letzte Pokémon, also das wir noch entwickeln müssen. Zu Dragoran. Attacken sind Rap, Dragon Age, Lorenz. Hab mich gerade vertippt. Rap, Dragon Age, Thunder Wave und Slap. Auf jeden Fall, Ding, ne? Ihr wisst schon. Slam, genau. So, dann haben wir Kiffer, Level 48, Attacken im Schlammbad, Donnerblitz, Finale und Rauchwolke. Wird später noch Explosion und Toxin erlernen. Dann haben wir PY. Hoher Spezialangriff, Level 49, mit Attacken Psychokinese, Aussetzer, Psychstrahl und Genesung. Und hier haben wir unseren Friseur, Level 50, Attacken, Rasierblatt, Säure, Wickel und Stachelspore. Zweite im Pokémon und ich werde jetzt diesen Part beenden mit, warten wir noch eine Minute, da haben wir eine Stunde gespielt. So, was machen wir im nächsten Part? Im nächsten Part schauen wir uns nochmal um die ganze Region. Und wir könnten auch durch die Höhle gehen. Ist auch eine Option, da werden unsere Pokémon sogar noch stärker. Aber ich möchte erstmal noch rumschauen, was wir noch machen können. Denn wir haben ja so viel noch zu tun. Wir müssen noch die, diesen Turm da machen, weil wir haben jetzt diesen Geisterdetektor. Und ja, mit dem Geisterdetektor kriegen wir dann die Pokéflöte, dann können wir auch die Relaxos entfernen. Da kommen wir auch weiter. Wir können allerdings auch durch diese Höhle da gehen und auch weiterspielen. Das sind zwei Möglichkeiten. Also, ich mache aber zuerst die mit dem Pokémon-Turm, denn das ist die schnellste Option und auch wahrscheinlich die leichteste.
Und dadurch kommen wir auch zu unserem Ziel, nämlich die Pokémon-Liga in ein paar Parts. Gut, dann sage ich jetzt mal Tschüss mit diesem einstündigen Part und sage Ciao!